So, da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Guten Tag, glaubst du, deine Mutter guckt deine Videos irgendwann? Keine Ahnung, Virginia. Die neue Virginia oder die Gumballe? Die alte. In kleiner. Okay, also die alte neue. Oh, das ist niedlich. Das sind zwei. Das Mini. Oh, ich sehe es. Warum ist die so klein? Keine Ahnung. Hey. Amsi ist auch kleiner. So, wo ist die zweite? Da ist die zweite. Es sind immer zwei. Ja. Keine Ahnung, aus irgendeinem Grund haben die sich gedacht, Virginia ist nicht stark. Aber haben sie schon, oder wie? Der kann alleine. Ich würde sagen, Virginia ist stärker als Armsi, aber gut. Keine Ahnung, Armsi hat mehr Arme. Virginia war für mich immer das Aushängeschild für The Forest. Ja. Sonst noch irgendwelche komischen Sachen zu dem One Piece Dingens. Ja gut, ich kann dich nicht fragen, wer den besten Flashback hatte, aber ich weiß, wer den besten Flashback hatte. Buggy. Nein. Okay. Buggy hatte nicht mal einen Flashback, was soll das? Der sollte einen haben. Sam erzählt, wo er bei Shanks wurde. Ich meine, der erzählt von dem. Ja. Warum wird es so fucking früh da im Live Action revealed, dass Garp der Großvater von Luffy ist? Was soll das? Weil die den unbedingt da drin haben wollten. Ich kann den nicht mal! Ja eben! Deswegen meine ich ja, warum machen die es so früh? Dann wird es viel später relevant. Soweit ich weiß, werden die anderen beiden da auch erst viel später Freunde. Kobi und Helmeppo, ja. Aus irgendeinem Grund wird der übrigens im Deutschen anders ausgesprochen und geschrieben. Helmeppo oder Kobi? Ich habe nur in die Beschreibung gesehen, da stand Kobi. Gut. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so, ob das einfach nur ein Rechtschreibfehler war oder ob der wirklich auch so ausgesprochen wird. Ich habe die deutsche Fassung nur sehr kurz am Anfang gesehen, nur um zu gucken, hey, wie hört der sich an? Oh, selber Sprecher. Wie von damals. Ja. Ich meine, ich guck den Anime ja auch eigentlich in der englischen Fassung. Ja. Aber in der zweiten englischen Fassung, wo nicht einfach alles weggecuttet wird. Ja. Außer halt Fell Down Some Stairs. In der Folge, die ich mir gestern angeguckt habe, da kam sehr viel Blut vor. Weißt du, wie der 4Kids-Anime geendet ist? 4Kids-Version. Irgendwer hat ihm ins Gesicht geschossen oder war er tot? Nee, die 4Kids-Version endet einfach damit, dass die Straw Hat Crew stirbt. Wie? Weil die direkt am Anfang von Skypiea, was direkt nach Alabasta ist, sterben. Oder halt von dem Schiff erschlagen werden und das endet halt genau, als die da von dem Schiff halt da vermutlich getroffen werden, wobei nächste Folge sich dann herausstellen würde, hey, die haben das überlebt. Aber im Vorgestern ist es halt so ein Cutaway, wo die dann einfach aufgehört haben, was dann einfach so gesehen impliziert, dass die von dem fucking Schiff erschlagen wurden. Ich muss das aktiver gucken, aber ich komme nicht dazu.
finde halt so ältere Sachen halt total langweilig. Das kann mich halt nicht catchen. Wenn es halt älter aussieht. Diese Ästhetik mag ich halt dann nicht. Dieses 4 zu 3. Und Ist das diese Gegenteil von einem... dunklen, verwaschenen Farben. Nein. Sieht halt nicht schön aus. Muss halt Deine Meinung. bunt hell sein. Weil es damit sowas wie Akira? Hab ich nicht geguckt, aber will ich auch nicht gucken. Warum nicht? Warum sollte ich's gucken? Ja, weil es fucking Akira ist. Ich habe auch Ghost in the Shell geguckt und fand das visuell jetzt halt auch eher trocken. Ist auch Es was anderes. ist halt nicht mal so eine falsche Sache, dass man jetzt sagt, zum Beispiel, heutzutage werden Sachen halt mehr heller gemacht, mehr schneller. Dass du halt nicht einfach gelangweilt wirst von irgendwas. Da hast du natürlich den Nachteil, dass du da nicht solche Szenen hast wie, ja, hier, die sitzen da auf einem Balkon und reden miteinander und da wird halt einfach mal eine Einstellung halt länger gehalten. Kannst du da einen Eingang reinmachen, dass man da auch drin Pyramide. reingehen Ich kann? meine, ich guess ja. Mit so einem Vordach. Oh, gute Idee. Weiß doch, wie ich mir immer direkt was ausdenke, wenn ich was mache. Ja. Keine Ahnung, warum ich Da mir gedacht. bin ich unik. Keine Ahnung, Das warum tu mein nur erster ich. Gedanke. Keine Ahnung, warum mein erster Gedankengang da jetzt war. Pyramide! Wollte sehen, ob man da jetzt so komische, schiefe Sachen machen kann. Ja. Aber warum ich dann direkt eine Pyramide mitbaue? Gute Frage. Könntest du dann hier auch noch? Jetzt natürlich nicht mehr. Was? Wenn man das Teil da hat. Kevin geht da runter. Hier ein paar Stützen rein und dann sollte es gehen. Mach ich so gut. Nicht so spät. Könntest du dann auch noch weiter oben, dann kannst du hier die Decke ein bisschen höher haben. Die Battle Station. Fucking David Schwimmer. Er ist tot. Irgendwer versteht das jetzt nicht und glaubt, er ist tot. Irgendwer denkt sich einfach nur, wer das sein soll. Friends. Ja. Wo mir einer gesagt hat, dass der daher kommt, wusste ich das nämlich auch nicht. Akali.
Weil aus irgendeinem Grund meinen Amerikaner immer, dass man wissen sollte, von wem die reden, wenn die irgendeinen Namen sagen. Ah, danke. Bei mir ist gerade vor meinen Augen Holz verschwunden. Gut. Weil du irgendwas da hinten schon wieder gemacht hast. Gut. Wenn du weiter oben auch noch solche Teile hinsetzt, kannst du die auch wegnehmen. Ja. Erstmal packe ich hier den Boden hin. In der Mitte einfach offen lassen, dass du von unten reintauchen kannst. Ja, das würde ich dann, glaube ich, hier in die Ecke packen, einfach damit man da nicht auf das Hirngeld fällt. Kannst du als Tümpel in der Mitte machen. Nein, aber das müsste dann vier Brett, nicht vier Brett, zweimal zwei Brett sein. Weitsamer. Damit es mittig ist. Warum geht der hier nicht weg? Good question. One other time. Kennst du das nicht? Star Wars. Ja. Yes. Hab mich gerade gefragt, warum falle ich hier nicht ins Wasser, aber es ist ja Eis. Gut. Könnte das hier kaputt schlagen, dann fällt ja alles zusammen. Guckt doch zu Wasser. Ja. Kannst oben noch ein paar von den Dingens rein tun, damit das besser hält. Also das hier kann man immer noch nicht rausnehmen. Rausnehmen. Warum ist Kobi älter als Luffy? Damit er besser fliegen kann. Ah. Machst du da vielleicht Strom rein? Mach da einfach oben drauf ganz viel von den Teilen drauf. Keine Ahnung, warum das Teil da nicht weg will. Meine Gäste packe ich eins auf die andere Seite, damit es wenigstens symmetrisch ist. Akkuseile. Warum haben wir hier Vegas gemacht? Fucking Las Venturas. Warum redest du das wie irgend so ein Antonio Banderas?
weil Spanisch. Bandidos. Ele Homoyo. Entdecho den Mord. Wir verkaufen hier kein Song, kein Brötchen. Frag mich, ob das überhaupt irgendwer dort verstanden hat in dem Gerichtssaal. Unla Espanol. Espanol, ja. Unla Espanol. La Pendeja de Morte. Ich bin halt null stolz auf Deutschland, warum sollte man das sein? Aber ich liebe es einfach, irgendwelche anderen Leute mit irgendwas Deutschem zu fronten. Du sprichst Deutsch, du Hurensohn, oder was? Sowas ähnliches. Wenn du halt die Möglichkeit hast zu sagen, pick Frankreich, weil wir haben eigentlich einfach wesentlich besseres Brot als die. Ich sag pick Frankreich, das einzige Gute, was die gemacht haben, ist Abschaffung der Monarchie. Aufzugeben. Ist, ich meine, stimmt, also das war gut, dass Napoleon dann, ja, weg. Ist die Auflösung der Monarchie und die Guillotine. Aber fuck Frankreich dafür, dass die die Monarchie aufgelöst haben. Muss ich auch als Österreicher sagen. Deutschland hat das dann nicht direkt mitbekommen, habe ich das Gefühl. Doch. Wir hatten da immer noch einen Kaiser. Aber der war damals halt im Vergleich zu Österreich nicht wichtig. Bräuchlich. Generell. Also Österreich war noch nie wichtig. Doch. Nö. Doch. Wir waren das Heilige Römische Reich. Ihr wart so ein Fitzel da unten. Nee, wir waren das Heilige Römische Kaiserreich. Nö. Doch. Die meiste Zeit waren wir das. Doch überhaupt nicht übertrieben hier. Gibt's hier nicht einen einzigen Lichtschalter vielleicht, dass man alles auf einmal anmachen kann? Ich glaube nicht, dass das geht, aber... Es geht generell nicht an. Weil ich mit Dorst noch nicht verbunden habe. Und ich sehe, da habe ich ein paar Sachen auf Versehen übersehen. Auf dem oberen Stockwerk dann auch noch machen. Überhaupt nicht übertrieben. Ich muss jetzt schon zu dir kommen, um das Holz zu holen, weil du mein Holz einfach wegspawnst automatisch. Gut. Ich kann dort hinten nichts aufbauen, weil alles, was ich da abbaue, wird direkt weggemacht. Gut. Warum haben die hier halt einfach das so richtig niedrig gestellt? Ja. Im ersten Teil konntest du so viel halt hinbauen. Da wurde nie was weggespawnt. Außer du bist rausgegangen. Da war auch nicht das Problem, dass es einfach durch den Boden fällt. So. Seinfeld. Ich habe hier mal eben eine Treppenstufe unten hingesetzt, damit, wenn hier dann nur noch Wasser ist, dass du hier auch noch hochkommst. Damit, wenn. Und gleich zerfällt das einfach. Oh, jetzt hat die Academy wasted.
wirkliche Akademie. Ah, no. Keep away. Keep away. Damit konntest du damals den Kumpel, den ich hatte, der die Zigarette gegessen hat, nerven. Mit dem Lied? Ja. Was hat der gegen Federico? Weil der so heißt. Gut. Also nicht so, aber ähnlich. Friedrich? Nein, ich glaube nicht, dass es so einen Menschen gab in dem Zeitalter noch. Und wenn, dann war er alt. Was hast du gegen Nietzsche? Ist der so? Friedrich Nietzsche. Nee, Federico. Federico! Sehr schön, dass du jedes einzelne Licht einzeln anmachen musst. Ja. Warum gibt's nicht einen Knopf? Ja. Das würde es dann hier die ganze Zeit an, oder was? Ja. Achso, du willst es immer abschalten. Weil gibt's keine Leitern hier im Spiel. Warum gibt's keine Leitern generell? Es gibt Seile. Deswegen frage ich mich ja, warum sollte man überall Seile hinmachen, anstelle einfach aus ein paar von den Stöcken eine Leiter zu bauen? So fett. Aber dann werden Seile noch schwerer, als es sowieso schon ist. Nicht mit einem guten Knoten. Ich meine, müsstest du nicht eine Leiter sogar noch mit mehr Seilen dann halt festigen? Das macht doch eigentlich weniger Sinn dann. Würde mehr kosten. Nicht aber unbedingt. Die könntest du dann halt immer woanders hin bewegen. Ich meine, das auch, aber ich meine, hier hält sowieso alles mit, keine Ahnung, was zusammen. Mit fucking Spucke. Hier vorne ist übrigens alles voll mit Mutanten. Gut. Das sind sogar die Twins. Da kotzt einer die ganze Zeit. Ich finde blöd, dass man den Nightfive nicht in der Rucksack schicken kann immer noch. Nur ein paar Seile holen. Das hier ist leider eins der Lager, das aus irgendeinem Grund wieder befüllt wird mit Leuten. Oh Junge, Shotgun-Munition, die brauche ich. Die brauche ich. Die brauche ich. Ich meine, wir können hoffen, dass hier nichts mehr kommt, wenn wir die hier gekillt haben, aber ich habe das Gefühl, es kommt wieder was. Okay, and stay dead! Was? Das bist du ein Rebell. Was? Hab ich dir schon 5000-fach erzählt. Ey! Oh, das war auch passiert. Das war nicht aus Versehen, du bist genau auf die zugelaufen und hast die angeballert. Ich dachte, die wären Totem. Ich hab die nur so. Die ist hinter einem Topf bei mir gesessen. Hinter so einem Fleischtopf. Und ich dachte, das wäre irgendein komisches. Wenn die mich Totem jetzt wieder hasst.
Bleib nicht zu stören. Warum können wir uns nicht sowas aufstellen? So komplett aufgespießten Typen. Wir können Totems machen. Ja, aber keinen komplett aufgespießten Typen. Du könntest ja deine komische Pyramide noch mit Totems ausschmücken obendrauf. Oder mir helfen weiterzubauen. Wie lange ist die Folge? 25 Minuten. Ah. Dann würde ich mal sagen, dass wir es für diese Folge, wir sehen uns nächste Folge. Ciao. Tschüss.